Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Und wie ihr seht, in Form Jarmolenko. Oder, warte mal, ist das ein Once to Watch? Das sieht doch ganz anders aus. Ist das ein Once to Watch? Hä? Ist das die Once to Watch Karte oder ist das die Once to Watch Karte? Kann ich das irgendwo sehen? Nee, das hier muss die Once to Watch Karte sein. Das ergibt ja sonst keinen Sinn. Also, es kann ja nicht sein, dass die Inform-Karte weniger kostet als die Once-to-Watch-Karte. Umgedreht, dass die Once-to-Watch weniger kostet als die Inform. Und davon gibt es ja auch viel mehr. Ja, das ist die Inform und das andere hier, das ist die Once-to-Watch. Oder? Der kostet 87.500. What? Was ist denn jetzt? Moment mal, ich habe gerade... Ich bin gerade komplett durch. Ich bin gerade komplett. Was ist denn jetzt die Once to Watch und was nicht? Also jetzt ist die hier am billigsten. Ist das die Inform? Bescheuert. Ich weiß es gerade nicht. Moment, wir können doch gucken, wie das Team der Week aussieht. So sieht das Team der Woche aus. Unten rechts seht ihr es. Das sind die Spieler aus dem Team der Woche. Die haben nur den Kreis im Hintergrund. Ich habe eine Once-to-Watch-Karte, oder? Und die ist billiger als die Inform gewesen. What the fuck? Ist erstmal nicht relevant, es sei denn halt, die bekommt eine weitere Inform und das sieht gerade nicht so aus bei Jarmolenko, aber wir testen den jetzt erstmal so. Den haben wir auch direkt als RM bekommen, als rechtes Mittelfeld mit... Ja klar, deswegen sind auch die Pfeile im Hintergrund, oder dass der geupgradet werden kann. Das ist die Once-to-Watch-Karte. Wie geil ist das denn? Das ist ja ultra geil. Und die ist billiger als die Inform, wie es aussieht. Okay, ich muss es nicht verstehen. Aber er bekommt einen anderen Chemistry Style. Er bekommt Engine bei mir. Nicht Hunter. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, ihm Catalyst zu geben, damit er eben mehr... Ach, sag bloß, ich habe keine Engine. Damit er eben mehr Speed hat, aber er hat eigentlich schon genügend und es wäre einfach verschwendet, alles in Pass noch zu boosten, weil Catalyst macht Geschwindigkeit und Pass und Engine halt noch Tripling und das gefällt mir eigentlich besser, weil er halt einfach schon sehr gute Passwerte hat. Gucken wir mal, ob es Shadow gibt. Letztens habe ich ein Shadow gefunden, das heißt, ein Shadow habe ich wieder im Verein, das ist schon mal gut. Und jetzt habe ich zwei, sehr geil. Spitzendeals, Aufgabe gemeistert. Was habe ich denn jetzt gemacht? Gibt es noch mal Shadow oder war das die gleiche Karte? Ja, das ist die gleiche, okay. Ich brauche Engine so oft, das kann doch nicht sein. Warum habe ich denn das nicht mehr? Es scheint gar nicht so teuer zu sein. Das war echt die letzten... Saisons, wo es halt nicht so viele Karten auf dem Markt gab, was deutlich teurer ist, wenn wir gleich ein paar Mal Engine holen. Es geht mir am Sack, die jedes Mal neu holen zu müssen. 700 das billigste, wie es aussieht.
Oh, nicht jetzt zuweisen. Zwei. Drei. Drei. Vier. Oh. Vier. Ich habe jetzt, glaube ich, einen auf dem Transfermarkt gepackt. Meine Fresse, ich bin schon komplett Knülle im Kopf. Ich muss jetzt ganz schnell spielen und hier nicht noch mehr Zeit verschwenden. Wochenaufgabe, Spitzendeals, kaufe drei Spieler im Wert von mindestens je 1500 Münzen. Nice. Ein Silberset, wenn es wenigstens ein Goldset wäre. Aber es ist ein normales Silberset, da kann theoretischerweise was Geiles drin sein. Ist aber nicht. Lavigne. Das heißt, wir haben keinen seltenen Silberspieler. Da freue ich mich aber. Wir haben nur drei. Oh, die hätte ich auch alle nachgucken können. Drei Spieler nur. 550. Haben sogar eine Bronzekarte drin. 900. Ah, Silberspieler, nicht seltene Silberspieler. Können halt schon was wert sein. Ach, diese Silber, seltenen Sachen, dieser andere Quatsch, das kotzt mich auch an. Das Wappen ist ganz cool, aber unseres ist cooler. Haben wir wieder ein paar Silberverträge bekommen. So, ich bin mal gespannt, aber Jarmolenko ist rein theoretischerweise besser als Robben, also insgesamt so kompletter, aber hat trotzdem nur zwei Sterne auf den schwachen Fuß und ich finde es aber, also ich würde es jetzt bei ihm nicht so schlimm finden, wenn er nicht funktioniert. Wobei ich eigentlich auch Bock habe, ihn zu spielen, ehrlich gesagt. Aber oh, ich bin so kaputt im Kopf. Ich kann echt gar nicht mehr reden jetzt, glaube ich. Ich muss jetzt komplett ohne Kommentieren spielen, damit ich noch ein bisschen Konzentration raushol. Und das wäre, fände ich jetzt nicht so schlimm, wenn er jetzt nicht funktioniert. Zumindest finde ich es dann nicht so schlimm wie bei Robben. Robben hätte ich halt schon sehr gerne gespielt. Ich meine, ich würde jetzt auch gerne Jarmolenko spielen. Generell hätte ich einfach gerne mal einen guten RM. Ich meine, Felipe Anderson, der beste LM und RM bisher, komplett. Besser als Ribéry, Jarmolenko, Insigne, Inform 86er, Glory El Shaarawy 83er. Das ist halt schon komisch. Schauen wir mal. Aber ich glaube, die Positionen waren immer recht schwierig zu besetzen. Auch die letzten Jahre. Chiellini in der Innenverteidigung und einen nicht seltenen Ogbonna, das ist auch krass. Und ein 79er Stürmer, also wenn der nicht mega gut spielt, dann weiß ich auch nicht. Also das meine ich nicht ironisch, sondern das meine ich ernsthaft, weil meistens die dann im späteren Verlauf der Weekend League eher ein schwaches Team haben, sind dann meistens spielerisch ziemlich gut drauf. Wieder mal der Lukaku. Jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet, was der für eine Bewertung hat. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen ruhig. Passiert nämlich sowas hier. Ja, wir haben direkt mit dem ersten Ballkontakt von Jarmolenko den unter die Latte gepresst. Ich habe aus Versehen komplett aufgezogen den Schuss. Und er macht ihn halt nicht drüber, sondern trotzdem rein. Jarmolenko, I love you. Wenn du so weiterspielst, dann herzlichen Glückwunsch. Presst ihn mit kompletter Wut, als wenn ich zu ihm gesagt hätte, Junge, du taugst nicht, du fliegst raus nach dem Spiel, als wenn er gerade seine Wut hätte rausschießen müssen. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber ich find's geil. Und jetzt konzentrieren und wieder ruhig sein. Ich will das Spiel gewinnen. Ich brauche Gold 3 mindestens.
Schade. Oh, das ist jetzt schon eine Wutflanke? Das ist doch sehr merkwürdig gewesen. Oh, hätte ich sogar in den Lauf schicken können. Also in den Laufpass spielen können, nicht in den Lauf schicken. Es können auch schon locker 2-0 spielen. Bisher stehen und bisher ist der Gegner nicht gut, muss ich sagen. Vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt. Dachte ich mir, dass er den Fehler macht. Schade. Ah, er spielt echt schlecht und ich glaube, er ist angepisst. Macht nichts, das wäre eine super, super gefährliche Situation. What? Ich habe nicht mit Rot gerechnet. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Natürlich kein Innenverteidiger auf der Bank sitzen. Scheiße. Konzentrieren. Ohne Scheiße, ich hätte nie gedacht, dass es eine rote Karte gibt. Das ist die bitterste rote Karte, die ich bisher bekommen habe. Zum Glück steht Firma noch. Mit einer roten Karte, das ist ganz wichtig, das Tor. Und Kruse macht seine erste Vorlage. Als wenn sie nicht gegeben hätte, die rote Karte. Oh mein Gott, was ist das gewesen? Aber ohne Scheiß, das war eine absichtliche Grätsche, weil ich wusste, es wird eine ganz, ganz eklige Situation, wenn der Gegner da weiterkommt. Also weiterspielen kann. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass er eine rote Karte geben kann. War eigentlich auch... Also ich denke mal, er hat das gewertet als letzter Mann, weil sonst gibt es für das Foul keine rote Karte. Was? Aber egal. Sehr gut gemacht mit Ginter und dann der Pass aber verkackt. Kann es sein, dass er auf Offensiv oder sehr offensiv schon spielt? Und er scheint gerne mit... Ach ja, Jarmolenko ist sehr groß, das heißt, man kann auch mal einen Kopfball mit ihm probieren. Er scheint mit Abseitsfalle zu spielen. Dass der
Pass nicht kommt, hätte ich nicht gedacht. Schade, das hat auch noch eine Ecke bekommen. Aber er. Oh, Kimmich im Kopfballduell. Ah, das ist auch von hinten rein, das ist auch rot. Ne, es ist gelb. Also es ist eigentlich gelb. Oh ja, kriegt glaube ich gar nichts. Aber es wäre auf jeden Fall gelb. Ich glaube, wenn wir das Spiel gewinnen, ist es das erste Mal, dass ich mit einer roten Karte im Team ein Spiel gewinne. Zumindest seitdem ich aufnehme. Es kann sein, dass ich schon mal... Ich habe ja auch extrem viele Spiele schon ohne Aufnahme gemacht. Ich spiele jetzt schon sehr lange FIFA, seit FIFA 11. Also da kann es schon mal passiert sein, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, auf jeden Fall seit der Aufnahme und vielleicht generell. Also ich weiß, dass ich bisher nie Glück hatte mit roten Karten, aber auch, ich habe auch schon sehr oft verloren, wenn der Gegner eine rote Karte hatte. Ich habe auch schon geführt, der Gegner hat eine rote Karte bekommen und er hat das Spiel noch gedreht. Das hatte ich auch schon. Ja, da spiele ich schon auf sehr offensiv. Also zumindest spielt gerade Chiellini von. Wahrscheinlich will er seine Überzahl noch weiter ausnutzen, aber wie gesagt, der spielt nicht gut insgesamt. Hat er ja vorher schon nicht. Ja, Malenko macht Spaß in dem Spiel, muss ich zugeben. Fühlt sich gut an, hat ein Tor gemacht. Aber auch ohne das Tor, denke ich, ja, fühlt sich wirklich gut an. Süle, eine rote Karte, krass. Komplett ungeplant. Man kriegt ja nur geplante rote Karten oder halt Frustgrätschen halt, ne? Das wird den Gegner auf jeden Fall ärgern, aber wie gesagt, ich bin halt schon deutlich besser als der Gegner, würde ich sagen. Was ungewöhnlich, das hätte ich nicht gedacht, das war jetzt. Aber ich wette mit euch, falls wir das jetzt gewinnen, der nächste Gegner hat ein krasses Team und spielt krass. Hier antizipiert halt auch immer total schwach, wo wir hinspielen und so. Also da macht auch nicht gut die Räume zu, etc. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Formation für eine rote Karte, weil es nicht so schlimm ist, wenn der ZOM fehlt, finde ich. Wir spielen auf sehr defensiv. Was ist hier los? Und dann so ein Abschluss. Das hat er richtig schlecht ausgespielt. Aber ich sage ja, Gegner spielt nicht wirklich gut. Man kann also offensiv spielen, wie er will. Was mache ich denn jetzt? Das ist halt echt alles gedeckt. Dann kann ich nur raushauen den Ball. Wie einfach auf Werner. Oh, und Jabalenko kriegt ihn auch noch. Genial getribbelt. Wollte ich ihn leider nicht hinpassen. Schmelzer. Wieder Jarmolenko. Also auch nach hinten scheint er sehr gut zu sein. Schade, Kruse. Es wäre auch merkwürdig gewesen, wenn Kimmich hier das Kopfballduell gewinnt. Alter, das ist ein Elfmeter. Was ist denn das? Er geht komplett in den Mann rein. Oh. Schön gemacht, Betulisa.
Schade. Schade. Nächstes Foul, was nicht gewertet wird. Aber ich bekomme eine rote Karte für totalen Quatsch. Das ist aber jetzt... Bitte gelb. Das ist jetzt bitte gelb. Taktisches Foul, Freunde. Banner. Fuck! Fuck, fuck, fuck. Ich wechsle erstmal. Ich überlege, ob ich jetzt schon auf Zeitspiel gehe. Ach, eigentlich mache ich das nicht. Eigentlich mache ich das erst ab 80. Ich werde sehr vorsichtig spielen, aber kein klassisches Zeitspiel. Erst ab der 80. Aber es ist eigentlich genau das, was die im echten Fußball auch machen würden. Die würden auf Zeitspiel gehen. Weil einer weniger wird dann einfach hinten raus sehr anstrengend. Das war eine krasse Grätsche. Elfmeter. Oh, ey, Halsmaul! So ein fetter Elfmeter, das zweite Mal, dass ich ihn nicht bekomme. Alter, das Spiel darf ich nicht mehr verlieren. Ich bekomme eine unverdiente rote Karte, bekomme zwei Elfmeter nicht. So eine Scheiße, ey. Das wäre so unverdient, das wäre so unverdient, wenn der jetzt hier noch den Ausgleich macht. Zwei ganz klare, und der letzte ist jetzt noch klarer als der erste gewesen. Zwei klare Elfmeter nicht bekommen. Und eine rote Karte, über die man ganz, ganz kräftig streiten kann. Oh, ich dachte schon, da kriegt er noch ein geschenktes Tor. Fuck. Fang bitte. Mann, wieso machen denn meine Spieler jetzt gar nichts mehr? Also, Alessandrini hat noch Bock. So, jetzt wird es runtergespielt.
Schön, wie er aufgibt. Finde ich gut. Aber wie gesagt, das ist auch absolut verdient. Er hätte zwar mit Glück auch jetzt noch locker den Ausgleich machen können, aber wie gesagt, die Elfmeter waren unglaublich. Gerade der jetzt am Ende mit Kruse, das gibt's überhaupt nicht. Das ist den ich bekommen habe. Es war so ein klarer Elfmeter. Aber danke, Jarmolenko, für dieses geile Tor und danke, dass wir gewonnen haben. Oh, der ist auch direkt Man of the Match, obwohl er ausgewechselt wurde. Vorlage Kruse. Tore Werner und Jarmolenko und das ist... Hä? Ach ja, klar, das Tor von Jarmolenko hatte keine Vorlage. Sehr geil. Guter Einstand. Und wir sind Gold 3. Nice. So, jetzt werde ich wahrscheinlich komplett verkacken, aber egal. Wir haben noch 8 Spiele. Komm, Gold 2 ist noch drin. 2 Spiele noch gewinnen. Das ist... Jedes vierte Spiel gewinnen, das werden wir wohl hinbekommen. Was hat denn jetzt, was ist denn jetzt schon wieder mit Kimmich? Ein Partie, Fuß. So, Koulibaly hat eine rote, jetzt hat Süle eine. Ach so, ja, Quatsch, ja, Malenko kommt da jetzt drin. Once to watch, ich hoffe, der funktioniert, weil Once to watch steigt halt im Preis, das ist geil. Dann mal los. Komm, gewinn. Ich möchte Gold 2. Dafür brauchen wir noch 2 Siege. Na komm, nimm dein oranges. Oder ich spiele halt nicht. Sorry, aber der hat ein oranges Trikot oder ein oranges... Er hat auch ein oranges Trikot und hier wollte er mich spielen mit einer schwarzen Hose, das kann er vergessen. Ja, das geht. Werner, Bruma, Jarmolenko, aber nicht der abgegradete. Die Davi, das ist auch wieder ein total schwaches. Sogar ein Silberspieler, Diekmeyer, weil er so schnell ist. Das ist sogar ein ziemlich schwaches Bundesliga-Team. Also... Jetzt nicht von den individuellen Klasse her, wie die sich vielleicht spielen lassen, sondern halt von der Wertung her. Er wird wahrscheinlich auch sehr gut spielen, denke ich. Jetzt aber wieder Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Boah, geile Flanke. Glück gehabt. Ja, Jarmolenko ist halt 1,89, ne? Da kommt schon mal zum Kopfball. Schade, alles gedeckt. Ist halt wirklich alles gedeckt. Fuck. War natürlich wieder ein bisschen Lack dabei, aber egal. Ich habe bisher noch keine einzige Strafraumsituation gehabt.
Einschlag. Scheiße, war der Schuss schlecht. Komm, wenigstens ein Tor mit der individuellen Klasse müssen wir hinbekommen. Na also, boom, individuelle Klasse, Brozovic in Form, in your face, Khedira Vorlage. Jetzt machen wir einfach noch ein Tor über individuelle Klasse. Ich glaube, jetzt stehen wir auch ein bisschen besser. Schöner Fehler. What? Wir haben ihn! Aber Glück. Ah, hat mich nicht getroffen, weil das kann auch mal rot geben. Oh, ich habe auf Schießen gedrückt. Das war wieder so eine Situation, hätte Insigne so geil sein können. Er macht's aber halt einfach nicht. Dass ich halt noch 30.000 mit ihm Verlust mache, das macht die Sache auch nicht besser. Wenn er halt funktioniert, ist es mir scheißegal, wie viel Verlust ich mache. Okay, aber ich bin besser geworden. Schade, dass ich einen schlechten Start hatte gegen den Gegner. Denke ich, ein verdientes Unentschieden bisher. Was macht denn Koulibaly davon? Ich spiele da ausgeglichen.
Lass doch mal Mertens schießen. In die Ecke. Oh nee. Das war eine Formation, komplett scheiße. Also nicht im negativen Sinne, sondern für mich halt scheiße zu spielen. Wäre fast gruselig mit dem zweiten Tor durch individuelle Klasse gewesen. Das wollte ich ja eigentlich auch erzielen. Aber das war ja mein Ziel, sagen wir so. Schade. Ich wollte passen, aber okay, das hat er von alleine gemacht, egal. Weiß ich nicht, wo ich da gefoult habe. Leider an Morden gepasst. Nice luck. Auch sehr intensives Spiel, deswegen rede ich wenig, aber ist okay. Bisher ist auch das Unentschieden gerecht, würde ich sagen. Krabbelt es kurz am Ohr. So, weiter geht's. Ich werde auch schon mal auf Defensiv gehen. Ich denke mal, es geht in die Verlängerung. Wenn ihr noch jemanden Lucky Punch hinbekommt. Lucky Punch, Mertens,
Individuelle Klasse, was für ein Ding. Was für ein geiler Schuss. Krass, 84. Nicht verdient, dass wir hier führen, aber ist egal. Nehme ich mit. Ich darf ich nicht mehr, nicht, kein Ausgleich mehr fressen. Krasses Tor, richtig schweres Tor. Eieiei, da wird er sich ärgern, der Gegner. Gut mitgelaufen. Müsste eigentlich zwei gelbe Karten geben. Scheint nur eine zu geben, toll. Auf den wollte ich gar nicht. Glück gehabt. Ah, überhastet. Das Problem kenne ich. Fuck, wenn er besser kommt, ist er durch. Tja. Ja! Geiler Sieg, unverdienter Sieg. Wichtiger Sieg. Noch ein Sieg, dann haben wir Gold 2 geschafft. In diesem Sinne, ich freue mich schon aufs nächste Spiel mit Jarmolenko und bin gespannt, wie er sich da anstellt. Liken, kommentieren, operieren? What? Liken, kommentieren, was? Liken, kommentieren, abonnieren, sowas. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss.